Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie erneut zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes begrüßen. Ich möchte heute mit der Serie über die Lüge fortfahren. Ich hatte ja bereits in der letzten Predigt einiges über die Lüge Ihnen mitgeteilt, was sich aus der Bibel ergibt. Aber in der Bibel steht noch so viel mehr über das Thema Lüge, weil es so ein weit verbreitetes Thema ist. Ein Thema auch, das heute so allgemein anerkannt wird. Es wird gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, dass man vielleicht nicht eine Lüge aussprechen sollte. Man erwartet ja förmlich, dass zum Beispiel Politiker lügen. Es ist ja auch der Spruch bekannt, wo es heißt, es wird nie so viel gelogen wie in der Politik und vor Gericht. Rechtsanwälte, die Mandanten vertreten wollen, die Interessen ihrer Mandanten, die scheinen, oder zumindest einige zumindest, die scheinen sich vielleicht gar keine großen Sorgen darüber zu machen, ob sie dann immer unbedingt so die Wahrheit vortragen oder vortragen lassen. Ein Lügner, wenn man das so sagen will, der in der Bibel deutlich beschrieben wird, ist der Pharao. Der Pharao, der im Zeitpunkt des Auszuges der Israeliten aus Ägypten herrschte. Nun, wenn Sie diesen Film gesehen haben, die 10 Gebote mit Charlton Heston und Yul Brynner, dann wird Ihnen ja mitgeteilt, dass es der Ramses war, dieser Pharao, der angeblich zu dem Zeitpunkt geherrscht hat. Aber die Historie, die Geschichte sagt uns etwas ganz anderes. Ich möchte Ihnen kurz nur nebenbei bemerkt hier einen kurzen Überblick geben über das, was wirklich geschah. Zunächst einmal war es Thutmose der Erste, der dafür verantwortlich war, dass die Kinder, die männlichen Kinder der Israeliten in Ägypten umgebracht werden sollten. Davon hatten wir ja in der letzten Sendung bereits gesprochen. Es war Hatschepsut, die Tochter des Pharao war, die dann den Mose aus dem Nil zog und ihn dann am Hof erzog. Es war Thutmose der Dritte, der zu dem Zeitpunkt lebte, als Mose einen der Ägypter tötete und dann fliehen musste. Und es war letztendlich Amenhotep der Zweite, der als der Pharao in die Geschichte einging, der Israel nicht aus Ägypten ziehen lassen wollte. Und dieser Auszug, nebenbei gesagt, fand im Jahre 1443 vor Christus statt. Also Ramses lebte viel später. Das war nicht der Pharao aus Ägypten. Ich habe mich ohnehin immer schon gefragt, wenn ich solche Darstellungen sehe von Hollywood, dass die immer so die Geschichte ändern müssen, dass die sich nie an das Vorbild halten können, wie es in der Bibel so beschrieben steht, wenn es um biblische Verfilmungen geht. Ob die wirklich meinen, dass sie das Original verbessern können? Nun, heute wird das ja auch von vielen so gedacht und behauptet, dass man ja die Bibel nicht ernst nehmen kann, dass man ja irgendwie heruminterpretieren muss, dass das, was so in der Bibel steht, ja gar nicht der Wahrheit entspricht. Aber wie wir noch sehen werden, sagt die Bibel uns, dass, wenn man eine solche Einstellung hat, eigentlich dann der Lüge folgt und die Wahrheit ablehnt. Nun, auf diesen Pharao zurückzukehren, der, wie ich sagte, auch in die Geschichte einging als ein Lügner, weil er nämlich sein Wort brach, wiederholt. Und wir hatten ja bereits gesehen in der letzten Sendung, dass, wenn man ein Versprechen gibt, man es auch halten muss. Schauen wir uns einmal einige der Plagen an, die damals in Ägypten entstanden sind. In 2. Mose Kapitel 8 lesen wir in Vers 24, es geht hier um die 4. Plage. Und die kam also jetzt über Ägypten herein. Und dann sagt der Pharao in Kapitel 8 und Vers 24 vom 2. Buch Mose: Ich will euch ziehen lassen, dass ihr dem Herrn, eurem Gott, opfert in der Wüste, nur zieht nicht zu weit und bittet für mich. Der Pharao bittet jetzt sogar Mose, dass er Gott bitten möge, dass ihm also dem Pharao jetzt Erbarmen wieder teilt oder wieder gegeben wird. Aber gleichwohl war das nicht das Endlied vom Ganzen, denn in Vers 28 heißt es: Der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen, nämlich als diese Plage von Pharao weggenommen wurde. Und das hat sich immer wieder wiederholt. Wir lesen im 2. Buch Mose Kapitel 9, angefangen in Vers 27. Da geht es hier um die 7. Plage, den Hagel. Da schickte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen: Diesmal habe ich mich versündigt. Wieso hatte er sich versündigt? Nun, er hatte ein Versprechen gegeben und hatte es nicht erfüllt. Diesmal habe ich mich versündigt, der Herr ist im Recht, ich aber und mein Volk, wir sind schuldig. Bittet aber den Herrn, dass er ein Ende mache mit diesem Donnern und Hageln, so will ich euch ziehen lassen, dass ihr nicht länger hier bleiben müsst.
Lesen wir weiter in Vers 34. Als aber der Pharao sah, dass Regen, Donner und Hagel aufhörten, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Großen. Und so wurde das Herz des Pharao verstockt, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ, wie der Herr durch Mose gesagt hatte. Denn Gott hatte bereits von vornherein gesagt, dass der Pharao einen solchen Charakter hatte, dass er Israel nicht ziehen lassen würde, es sei denn, er würde durch eine starke Hand gezwungen. Und das kam ja dann nach der 10. Plage zustande. Schauen Sie, die Bibel macht ja sehr klar, dass wenn wir ein Wort geben, ein Versprechen geben, dass wir es halten müssen. Tut man es nicht, dann lügt man, dann sündigt man, wie das der Pharao selbst auch erkannt hatte. Nur wollte er seine Sünde nicht bereuen. Der Pharao wurde durch seinen Stolz zur Sünde motiviert. Er war einfach zu stolz, vor Mose und Aaron klein beizugeben. Er war zu stolz, sein gegebenes Versprechen zu halten. Und so lesen wir auch in der Bibel, dass Stolz zur Lüge führen kann. Sie können sich das nachher anschauen in Psalm 119 und in Vers 69, wo es heißt, die Stolzen erdichten Lügen über mich. Wir finden dies in Psalm 119 und Vers 69. Wie ich sagte, Pharao war zu stolz, um Israel ziehen zu lassen. Und so log er stattdessen, so brach er stattdessen sein Wort. So hielt er sein Versprechen nicht. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, wenn wir diese Beispiele lesen, alles das, was geschrieben steht im Alten Testament und auch im Neuen Testament, ist für uns geschrieben, sodass wir aus diesen Beispielen lernen können. Sind wir auch manchmal zu stolz, wie man so schön sagt, klein beizugeben? Sind wir manchmal zu stolz, ein Wort, das wir gegeben haben, auch zu halten, weil vielleicht das einen negativen Eindruck machen könnte auf andere? Der Pharao meinte, wenn er die Israeliten ziehen lassen würde, hätte dann sein Gesicht verloren vor seinem ganzen Volk. Nun, letztendlich konnte Israel natürlich Ägypten verlassen. Und sie erreichten dann, nach verschiedenen Abenteuern, wie wir alle wissen, den Berg Sinai. Und da gaben sie selbst Gott ein Versprechen. In der Zwischenzeit hatte der Pharao seine Armee den Israeliten nachgeschickt. Aber die sind dann alle im Roten Meer umgekommen. Nun, im zweiten Buch Mose wird es nicht ganz eindeutig gesagt, dass der Pharao auch umkam, aber in dem Psalm wird dies klar und deutlich erwähnt. Und das ist auch wiederum eine falsche Darstellung in diesem Film, die 10 Gebote, wo dann der Pharao, der noch dazu der falsche Pharao war, angeblich am Leben blieb. Aber Israel kam jetzt nach dem Berg Sinai. Und da gaben sie Gott ein Versprechen. Schauen wir uns dies an in 2. Mose Kapitel 24. 2. Mose 24 und Vers 3. Denn der Mose, der hatte jetzt ja von Gott die Gebote erhalten, Rechtsvorschriften, Satzungen. Und dann lesen wir in Vers 3, Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Und da antwortete alles Volk wie aus einem Munde, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Ein Versprechen, das natürlich von den Israeliten nicht gehalten wurde. Denken wir an Versprechen, die wir manchmal geben. Zum Beispiel, wenn wir heiraten, dann sagen wir, ich werde meinen Ehepartner lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Oder wenn man sich taufen lässt, dann werden wir auch ein Versprechen abgeben und sagen, alles das, was Gott uns gebietet in seinem Wort, das wollen wir tun. Und dann sind wir in vielen Fällen nicht in der Lage, dies zu tun, nicht willens vielleicht sogar, dies zu tun. Und wie ich sagte, natürlich braucht man die Kraft des Heiligen Geistes, um ein Versprechen, das wir als Christ geben, dann auch ausführen und erfüllen zu können. Aber es ist möglich. Glauben wir niemals, es sei unmöglich, als Christ unser Wort zu halten. Die Israeliten hielten ihr Versprechen nicht. Die Motivation war vielleicht sogar richtig, aufrichtig. Vielleicht meinten sie wirklich, dass sie in der Lage wären, alle Worte Gottes halten zu können. Nun, auf der anderen Seite sagt Gott auch später über die Israeliten, dass sie vielfach heuchlerisch gehandelt haben, dass sie in heuchlerischer Weise ein Versprechen gegeben haben, von dem sie bereits wussten, dass sie es nicht halten würden. Schauen wir uns dies kurz in Psalm 78 an. Aber wir kehren nachher dann zu 2. Mose zurück. Aber in Psalm 78 lesen wir die Verse 34 bis 37.
Psalm 78 und die Verse 34 bis 37. Da heißt es, wenn er den Tod unter sie brachte, suchten sie Gott und fragten wieder nach ihm. Also für eine gewisse lange Zeit hatten sie nicht nach Gott gefragt und dachten daran, Vers 35, dass Gott ihr Hort ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Doch betrogen sie ihn mit ihrem Munde und belogen ihn mit ihrer Zunge. Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bunde. Also hier geht Gott auf die Tatsache ein, dass vielfach die Israeliten zwar ihm Versprechungen gaben, die sie aber noch nicht einmal willens waren, als sie sie gaben, zu erfüllen. Doch selbst wenn Israel im Zeitpunkt des Bundesschlusses am Sinai aufrichtig war, dann sollte uns dies auch etwas zeigen. Nämlich, dass wir die Kosten zählen müssen. Dass wir uns bewusst werden sollen, was wir versprechen, bevor wir es versprechen. Falls wir nämlich erkennen sollten, dass es für uns zu schwer ist oder unmöglich ist, etwas, was wir versprechen wollen, zu erfüllen, dann sollten wir es nicht versprechen. Wir sehen nämlich, dass Israel kurz nach diesem Versprechen eine unglaubliche Sünde beging. Der Mose, der war auf dem Berg, um weitere Rechtsvorschriften und Satzungen von Gott zu erhalten. Und die Israeliten, die waren jetzt ein wenig verzweifelt, dass der Mose nicht zurückkam. Und dann baten sie Aaron, ihm ein goldenes Kalb zu bauen. Die sagten, das ist jetzt unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Wie auch heute vielfach die Menschen sich an Statuen wenden, die angeblich Heilige darstellen sollen. Oder vielleicht sogar Gott oder Christus. Und meinen, dass man Gott und Christus auf diese Weise anbeten könne. Das ist natürlich Götzendienerei, Götzendienst. Aber schauen wir uns nun an, wie der Aaron reagierte, als Mose ihn dann zurechtwies. In 2. Mose Kapitel 32. 2. Mose Kapitel 32 und die Verse 21 bis 24. Nebenbei gesagt war Gott so erbost über Aaron, dass er ihn töten wollte. Und Mose trat für ihn ein und bat Gott, ihn nicht zu töten. Also der Aaron, der war ganz klar verantwortlich. Aber schauen Sie, wie er sich hier rechtfertigt. In 2. Mose 32, angefangen in Vers 21. Da sprach Mose zu Aaron, was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sprach, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dies Volk böse ist. Sie sprachen zu mir, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Ich sprach zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer und daraus ist das Kalb geworden. Mit anderen Worten, so ganz automatisch. Ich habe gar nichts dazu getan. Ich habe lediglich das Gold ins Feuer geworfen und es ist automatisch ein Kalb entstanden. Eine dümmliche, eine lächerliche Lüge. Aber man sieht, wie Menschen auf eine solche Weise sogar versuchen wollen, ihre eigene Schuld abzuleugnen und greifen dann zu solchen kindischen Worten, um eben, wie ich sagte, keine Verantwortung tragen zu wollen. Nun, später wurden Kundschafter oder Spione von Mose ins gelobte Land geschickt, um das Land auszukundschaften. Wir haben das kurz in der letzten Predigt bereits erwähnt. Aber diese Kundschafter, die meisten von ihnen, die kamen zurück und die logen über das Land, das sie auskundschafteten. Die hatten nämlich Angst, in das Land einzudringen. Die hatten gemeint, das würden wir ohnehin nicht schaffen. Und von daher brachten sie ein böses Gerücht auf über dieses Land. Logen also über das, was Gott ihnen angeboten hatte. In 4. Mose Kapitel 13. In 4. Mose Kapitel 13 lesen wir Vers 32. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von großer Länge. Nun, die waren zwar Leute von großer Länge, aber das Land fraß nicht die Bewohner auf. Es war kein böses Land. Das war eine Lüge.
Es waren nur zwei da, nämlich Josua und Kaleb, die auftraten, die waren auch mit in das Land vorgedrungen, um es auszukundschaften. Und die sagten, nein, nein, glaubt dieses falsche Gerücht nicht, es ist ein gutes, ein herrliches Land und wir können es dann auch einnehmen. Aber die Israeliten glaubten Josua und Kaleb nicht, sie glaubten den anderen Kundschaftern, die dieses böse Gerücht über das Land gebracht hatten. Sie glaubten mit anderen Worten der Lüge, nicht der Wahrheit. Glauben wir manchmal der Lüge und nicht der Wahrheit. In 4. Mose Kapitel 14 lesen wir angefangen in Vers 7. Also Josua und Kaleb, die sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Manchmal kann Gott auf ganz unerwartete Weise eingreifen und kann auch auf die Einstellungen anderer Menschen uns gegenüber Einfluss nehmen. Auch in einer Weise, wie das hier beschrieben steht, dass der Schutz von den Menschen, die in diesem Lande lebten, gewichen war, weil Gott jetzt mit den Israeliten war, weil er denen versprochen hatte, das Land einnehmen zu können. Aber das Volk glaubte das nicht, Vers 10. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Die waren so erbost über das Eingreifen der beiden, Josua und Kaleb, dass sie die sogar umbringen wollten. Und so kam es nun, dass Israel das gelobte Land für 40 Jahre nicht betreten konnte. Alle die, die der Lüge geglaubt hatten und die alt genug waren, um den Unterschied verstehen zu können, die würden keinen Einfluss oder keinen Einlass bekommen in das gelobte Land. Schauen wir uns diesen Vers 21 an. So wahr ich lebe, sagt Gott, und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten, in der Wüste, und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Vers 29. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohne Nuns. Eure Kinder aber, Vers 31, von denen ihr sagte, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Eine schreckliche Konsequenz, die aufgrund der Tatsache entstand, dass die Israeliten der Lüge glaubten und nicht der Wahrheit. Wenn wir beginnen, der Lüge zu glauben und die Wahrheit abzulehnen, kann das auch für uns katastrophale Konsequenzen haben. Wir kommen nun zu einer weiteren Episode, die einige total missverstanden haben, die einige sogar gebrauchen, um klarstellen zu wollen, dass die Lüge in gewissen Situationen gerechtfertigt ist. Es handelt sich hierbei um die berühmte Episode der Hure Rahab. Sie haben ja alle von dieser Hure Rahab gehört, als nämlich Josua später die Spione nach Jericho sandte. Da hat ja die Rahab diese Spione in ihrem Hause verborgen und hat sie dann wieder entkommen lassen, sodass diese Spione nicht von den Leuten von Jericho umgebracht wurden. Nun schauen wir uns diese Episode einmal näher an, in Josua Kapitel 2. Der Mose war jetzt ja gestorben, der Josua hatte jetzt die Herrschaft, die Gewalt über Israel übernommen. Und er war ja auch derjenige, der dann nachher Israel zu dem gelobten Land führen würde und der ja auch dann Jericho einnehmen würde. Aber bevor dies geschah, lesen wir in Josua Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden.
Und da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, da gingen sie hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Nun, die Tatsache, dass die Hure Rahab den König und seinen Genossen sagte, ich weiß nicht, wo sie sind, die sind geflohen, das war natürlich eine Lüge, das entsprach nicht der Wahrheit. Gleichwohl lesen wir, dass Rahab gesegnet wurde, dass sie die Kundschaft davor dem König und seinen Leuten verbarg. In Josua Kapitel 6 lesen wir Vers 25. Josua Kapitel 6 und Vers 25. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Auch im Neuen Testament wird verschiedentlich gesagt, dass diese Hure Rahab von Gott gesegnet wurde dafür, dass sie die Kundschafter Josuas am Leben ließ oder verbarg, sodass sie am Leben bleiben konnten. In Hebräer Kapitel 11, lesen wir Vers 31. Hebräer Kapitel 11 und Vers 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Nun achten Sie, was hier nicht geschrieben steht. Es heißt nicht, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie dem König gegenüber gelogen hatte. Das war nicht die Bedeutung, die wir dieser Schriftstelle und dem Ereignis zumessen müssen. Auch im Buch Jakobus, im Brief Jakobus, im zweiten Kapitel, lesen wir Vers 25. Jakobus 2 und Vers 25. Da heißt es, desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Wege hinaus. Es geht also hier um die Tatsache, dass Rahab, weil sie erkannte, dass diese Boten zu dem Stamm, dem Volk Gottes gehörten, dass sie eben diese Boten beschützte. Doch keine der Stellen sagt uns, dass Rahab deshalb gesegnet wurde, weil sie log. Nun, einige sagen, ja, aber was sollte Rahab dann tun? Die musste ja lügen, um die Boten verbergen zu können. Nun, nicht unbedingt. Es hätten sich andere Möglichkeiten ergeben. Es hätte sich auch die Möglichkeit ergeben, zu Gott um Weisheit zu beten, wie man diese Situation dem König gegenüber besser hätte durchführen können. Die Quintessenz der Sache ist die: Wir müssen ein für alle Mal verstehen, dass Gott nicht darüber erfreut ist, wenn jemand lügt. Lüge ist ein Verstoß eines seiner 10 Gebote. Gott war darüber erfreut, dass sie die Spione vor dem sicheren Tode bewahrte. Ihre Motive waren gut, ihre Motive waren richtig, aber wir müssen auch verstehen, wer sie war. Sie war eine Hure. Sie lebte in einer gottfeindlichen, verderbten Gesellschaft. Dort wurde sie groß, eine Gesellschaft, die so verderbt war, dass Gott schließlich das ganze Volk ausrotten ließ bei der Erstürmung Jerichos durch Josua und der Israeliten. Ihre Sünden schrien bis zum Himmel, wenn man das so ausdrücken will. Lüge stellte für Rahab kein Problem dar. Lüge stellte für die Leute von Jericho kein Problem dar. Stellt Lüge für uns ein Problem dar? Schauen Sie, Gott sah über die Lüge Rahabs hinweg, wie er auch über die Sünden der Menschen heute hinwegsieht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sie zur Wahrheit beruft und sie erkennen können, dass sie falsch leben und dann bereuen. Wir lesen dies in Apostelgeschichte 17, Vers 30, eine Stelle, die ich hier nur erwähnen möchte. Aber in Apostelgeschichte 17 und Vers 30 heißt es, dass Gott über die Unwissenheit hinwegsieht,
dass er jetzt aber erwartet, dass wir bereuen. Und zwar diejenigen, die zur Wahrheit geführt werden. Gott schaute auf die Motivation Rahabs, die Tatsache, dass ihr Herz dahingehend schlug, dass sie die Israeliten beschützen wollte. Das war das, was Gott honorierte, nicht die Tatsache, dass sie log. Schauen Sie, Gott will, dass wir, wenn wir von ihm berufen sind, er will das natürlich für alle Menschen, aber ganz besonders für die, die zur Wahrheit berufen sind, Gott will, dass wir in Ehrlichkeit leben, dass wir in Aufrichtigkeit leben. Und Gott macht uns dafür verantwortlich, was wir sagen. Schauen wir uns dies in Epheser Kapitel 4 einmal an. Epheser Kapitel 4 und die Verse 25 bis 27. Epheser Kapitel 4, angefangen in Vers 25. Da sagt Paulus, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorne untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Lügen, das heißt sündigen, kann durch Hass, kann durch Zorn erzeugt werden. Erlauben wir daher dem Teufel, uns dahingehend zu verführen, dass wir zornig werden und dass unser Zorn dann dazu führt, dass wir sogar lügen. Warum will Gott nicht, dass wir lügen? Warum will Gott, dass wir den Weg der Lüge durch den Weg der Wahrheit ersetzen? Nun, letztendlich deshalb, weil Gott will, dass wir vollkommen werden sollen. Christus sagte uns, werdet vollkommen, seid vollkommen, aber er bezieht sich auf einen Prozess, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen ja einen vollkommenen, gerechten Charakter entwickeln in unserem Leben. Wir sollen so werden, wie Gott ist. Wir sollen sogar Teil seiner Gottfamilie werden. Wir sind ja bereits jetzt schon, wenn wir den Heiligen Geist haben, gezeugte Kinder Gottes. Wir werden so sein, wie er ist, lesen wir im Neuen Testament. Wir werden, wie wir das Bild des irdischen Adam getragen haben, heute sind wir Fleisch und Blut, das Bild des himmlischen Adam, des zweiten Adam, Jesus Christus, tragen. Wir werden so verherrlicht werden, wie er verherrlicht ist. Wir werden Teil der Gottfamilie sein. Wir werden wiedergeborene Söhne und Töchter Gottes sein, wenn Jesus Christus zurückkommt, wie er versprochen hat, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und Gott kann nicht lügen. Wenn wir so werden sollen, wie Gott ist, dann müssen auch wir begreifen, dass wir die Lüge ablegen müssen. Gott kann nicht lügen, weil Gott nicht lügen will. Sein vollkommener Charakter kann keine Lüge erlauben. Gott ist die Wahrheit. Gott lügt nicht. Und von daher sollen auch wir nicht lügen. Schauen wir uns in 4. Mose Kapitel 23, Vers 19 an. Denken wir daran, wenn Gott lügen könnte, wenn wir uns nicht auf das verlassen könnten, was Gott uns sagt, was wäre dann unsere Zukunft? Gott sagt uns, ihr werdet im Reich Gottes sein, wenn ihr euch bewährt. Wenn er uns hier in dieser Weise belügen würde, was hätten wir dann für eine Garantie, dass wir auch tatsächlich im Reich Gottes sein würden? Aber 4. Mose 23, Vers 19 sagt uns, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Wenn Gott uns ein Versprechen gibt, dann hält er das auch. Schauen Sie, viele heute sind krank und begreifen nicht, dass Gott uns versprochen hat, uns zu heilen. Es heißt im Alten Testament, dass Gott unser Arzt ist, der uns heilt. Im Neuen Testament lesen wir, dass wenn wir krank sind, können wir zu den Ältesten der Gemeinde kommen und wenn die zu weit entfernt von uns wohnen, können wir auch um ein Tüchlein bitten, das, wie der Bibel klar und deutlich gesagt wird, über das gebetet wird durch die Ältesten der Gemeinde, das eingesalbt wird mit Öl und das dann an den Kranken geschickt werden kann. Und es heißt, das Gebet des Glaubens wird einem helfen. Und wenn einer gerecht ist und gerecht lebt, dann kann er auch darauf bauen, dass er geheilt wird von seiner Krankheit. Gott hat dies versprochen. Der Opfertod Jesu Christi war nicht nur dazu da, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen, sondern Christus wurde auch gemartert, gefoltert
Und das heißt, durch seine Marterung ist uns Heilung zuteil geworden. Aber Lügen sind niemals gerechtfertigt. Lügen sind immer verkehrt. Keine sogenannte Notlüge ist richtig, weil sie unseren Charakter beschwert, verunglimpft, befleckt, verhindert, dass absolut gerechter, vollkommener, göttlicher Charakter in uns gebildet wird. Wissen Sie, was der deutsche Philosoph Immanuel Kant einmal über Charakter geschrieben hat? Eine sehr schöne Interpretation, möchte ich sagen. Er sagte Folgendes: Charakter ist ein Fels, an dem anstürmende Schiffe zerschellen, bei dem aber gestrandete Schiffe Zuflucht finden. Ein Fels, an dem anstürmende Schiffe zerschellen, an dem aber gestrandete Schiffe Zuflucht finden. Mit anderen Worten, ein unwandelbarer Charakter, auf den man sich verlassen kann. Der hilft Menschen in ihrer Not, aber er steht felsenfest gegenüber solchen Menschen, die ihn durch wiederholte Anstürmungen oder Verfeindungen zu falschem Tun verführen wollen. Denken wir daran, seien wir auch ein solcher Charakter, der sich nicht beeinflussen lässt durch die Ideen anderer Menschen, von dem, was Gott uns gesagt hat, dann abzulassen. Wie steht es nun mit Verleumdung? Wie steht es mit übler Nachrede? Wie steht es mit Beleidigung? Was sagt die Bibel hierzu? Nun schauen wir uns einige Stellen in dem Buch der Sprüche an. Sprüche Kapitel 16. Sprüche Kapitel 16 und in Vers 13. Sprüche Kapitel 16 und Vers 13 zunächst einmal. Da heißt es: Rechte Worte gefallen den Königen, und wer aufrichtig redet, der wird geliebt. Vers 27 im gleichen Kapitel: Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil. Der gräbt nach Unheil, der will es finden, der will irgendetwas über jemand anderen herausgraben sozusagen. In seinem Munde ist es wie ein brennendes Feuer. Ein falscher Mensch richtet Zank an, und ein Verleumder macht Freunde uneins. Nun achten wir darauf, hier wird nicht unbedingt gesagt, dass das, was wir verbreiten, falsch ist. Es kann sogar etwas Richtiges sein, was wir verbreiten. Und gleichwohl sagt die Bibel, dass wir dann Verleumder sind, wenn wir etwas ausplaudern, was einem zum Beispiel als ein Geheimnis anvertraut wurde. In Sprüche Kapitel 20 lesen wir Vers 19. Sprüche Kapitel 20 und Vers 19. Wer Geheimnisse verrät, der ist ein Verleumder. Und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Auch in Kapitel 25 lesen wir die Verse 9 und 10. Sprüche 25 und die Verse 9 und 10. Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht eines anderen Geheimnis, damit von dir nicht übel spricht, wer es hört, und dann das böse Gerede über dich nicht aufhört. Mit anderen Worten, dem oder der kann man nichts anvertrauen. Das ist genauso, wie wenn man es irgendwie selbst vom Dach heraus bläst. Die Bibel warnt uns davor, wenn uns jemand etwas im Vertrauen mitteilt, und es ist klar, dass dies eine Rede ist, die im Vertrauen geschieht, dann sollten wir das auch beherzigen und tolerieren und honorieren. Ferner warnt uns die Bibel davor, dass eine alte Sache, die vergessen ist, die begraben sein sollte, dass sie nicht wieder aufgewärmt werden sollte. Denn auch dies kann zu Streit, kann zu uns Unfrieden führen. Ich kenne Situationen, wo Menschen sich seit Jahren nicht mehr miteinander unterhalten, weil irgendetwas in der Vergangenheit geschehen ist. Man kann sich kaum noch daran erinnern, was eigentlich geschehen ist. Das aber dazu geführt hat, dass eine Entzweiung stattgefunden hat. Und anstelle, dass man diese Sache begräbt, anstelle, dass man bemüht, sich miteinander wieder zu befreunden, da wird immer noch dies nachgetragen. In Sprüche Kapitel 17 und Vers 9. Sprüche Kapitel 17 und Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Und auch in Sprüche Kapitel 26 und in Vers 20. Sprüche Kapitel 26 und Vers 20. Wenn kein Holz mehr da ist, so verlischt das Feuer.
Und wenn der Verleumder weg ist, so hört der Streit auf. Schauen Sie, die Verleumdung, wie sie die Bibel beschreibt, geht über die strafrechtliche Verleumdung des deutschen Strafgesetzbuches weit hinaus. Sie ist etwas, von dem wir uns alle und vor dem wir uns alle hüten müssen. Denn wir sind alle mitunter hin und wieder empfänglich dafür, uns Verleumdung über andere, Gerüchte über andere, Mitteilungen über andere, Geheimnisse über andere anzuhören. Aber die Bibel warnt davor. In Sprüche Kapitel 18 und Vers 8. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und gehen einem glatt ein. Ja, man hört sie sich gerne an. Aber Verleumdung ist Sünde. Verleumdung beinhaltet klar die Lüge über einen anderen Menschen. Man verbreitet etwas über ihn, das unwahr ist, das nicht erweislich wahr ist. Doch wie wir gesehen haben, geht die Bibel sogar in bestimmten Fällen so weit, jemanden als Verleumder zu bezeichnen, der vielleicht sogar die Wahrheit spricht, aber keinerlei Ursache hat, überhaupt das, was er weiß, andere dann weiter darüber zu informieren, über andere etwas Negatives zu sagen. Wie man also besser in vielen Situationen schweigt, wenn man also zum Beispiel nicht ein Versprechen geben sollte, das man nicht halten kann oder will, so sollte man auch über andere schweigen, wenn es sich um Dinge dreht, die nicht weitergegeben werden müssen. Nun, ein weiterer Mann großer Schwäche war König Saul, der erste König des geeinigten Königreiches Israel und Juda. Aber Saul war sogar ein Mann, der sich selbst belügen würde. Denn man kann sich selbst belügen. Nicht nur andere, sondern auch sich selbst. Schauen wir uns diesen 1. Samuel Kapitel 15 kurz an. 1. Samuel Kapitel 15 und in Vers 3. Da wurde dem Saul ein Auftrag gegeben durch den Propheten Samuel, aber dieser Auftrag kam von Gott. Und dieser Auftrag war: Zieh nun hin und schlag Amalek und verstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Nun, einige sagen, ja, das ist wieder ein Beweis dafür, wie grausam der Gott des Alten Testamentes war, dass er hier gebot, sogar dieses ganze Volk auszurotten. Aber wissen Sie zunächst einmal, das ist ein Thema einer anderen Bibelstelle oder einer anderen Predigt, dass es Jesus Christus war, der Gott des Alten Testamentes, der diese Gebote hier erlassen hat. Und es geschah deshalb, weil Amalek ein total verderbtes Volk war. Schauen Sie, der Mensch hat keinerlei Befugnis, hat keinerlei Recht, andere zu töten. Im Krieg oder sonst wie. Von daher sind wahre Christen dazu aufgefordert, nicht an Kriegen dieser Welt teilzunehmen. Aber Gott ist derjenige, der den Menschen erschuf. Er ist derjenige, der die Gewalt hat über Leben und Tod. Und in Gottes Augen ist es ja so, dass er, wie er wusste, Amalek, die ganzen Amalekiter, wieder zum Leben zurückbringen würde in der zweiten Auferstehung. Da lesen wir ja in der Offenbarung 20 davon. Er hat die Weisheit zu erkennen, wann es besser ist für einen Menschen, weiter zu leben oder zu sterben, um ihm dann eine weitaus bessere Gelegenheit für ein besseres Leben nachher zu geben. Der Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist, dass Saul einen ganz klaren, spezifischen Auftrag von Gott direkt erhielt, etwas zu tun, aber Saul folgte diesem Auftrag nicht. In Vers 7 heißt es, da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. An allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran verstreckten sie den Bann. Wir sehen also hier auch die egoistische Einstellung des Volkes und von Saul. Die wollten natürlich diese Dinge für sich behalten. Aber nun achten wir darauf, wie hier weiter berichtet wird in Vers 13. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Nun, vielleicht log Saul. Vielleicht wusste er, dass er des Herrn Wort nicht erfüllt hatte. Aber vielleicht betrog er sich auch selbst und dachte: Nun, ich habe einen Teil
des Auftrages erfüllt, von daher habe ich Gottes Wort erfüllt. Vers 20. Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht, nachdem Samuel ihm erklärt hatte, dass er eben der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatte. Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und anderen Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, nicht ich, das war das Volk, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Ob das wirklich die Motivation war, bleibt dahingestellt. Aber hier ist das Problem, dass Saul zunächst einmal nicht erkannte oder erkennen wollte, dass er die Worte des Herrn nicht befolgt hatte. Und dann war er bereit darüber zu lügen. Vielleicht, wie ich sagte, belog und betrog er sich selbst. Er hatte Gott nicht gehorcht, der ihm befohlen hatte, die Amalekiter zu töten, inklusive den König und auch alle Tiere. Doch wie gesagt, Saul log entweder zu Samuel, vielleicht sogar zu sich selbst, betrog sich selbst, meinte, dass es genug ist, wenn man nur einen Teil dessen tut, was Gott einem sagt. Wir lesen auch über den König David, der dann König wurde, nachdem Saul von Gott verworfen wurde. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie es heißt. Und selbst David war durchaus nicht gegen die Lüge immun. Schauen wir uns einmal in 1. Samuel Kapitel 20 an, was wir über Davids Verhalten lesen. Nun, David wird im Reich Gottes sein. David hat offensichtlich die Lüge erkannt und bereut und hat sich dann bemüht, den Weg der Wahrheit zu gehen. Aber wie gesagt, er hatte durchaus seine Episoden, wo er lügnerisch handelte. 1. Samuel Kapitel 20, angefangen Vers 5. David sprach zu Jonathan, dem Sohn Sauls, und David war mittlerweile ja der Schwiegersohn von Saul geworden. Siehe, morgen ist Neumond, da sollte ich mit dem König zu Tisch sitzen, aber lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge bis zum Abend des dritten Tages. Der war nämlich jetzt sich nicht im Klaren, ob der Saul ihm etwas zu Leid antun wollte. Vers 6. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich, David bat mich, dass er nach Bethlehem, seiner Stadt, gehen dürfe, denn dort ist das jährliche Opferfest für das ganze Geschlecht. Nun, das ist auch das, was Jonathan dann dem König Saul sagte, aber das Ganze war natürlich eine Lüge. Das war nicht das, was David hier tat. Und Saul wurde ganz erbost darüber, dass David nicht gekommen war und war jetzt bereit, ihn zu töten. So, Saul hatte einen solchen Zorn und es wurde dann David mitgeteilt, dass David dann floh. Aber schauen wir, was nun geschah. In 1. Samuel 21, angefangen Vers 1. David floh also jetzt und er kam zu dem Hohepriester von Nob. Und als David in Vers 2 nach Nob kam zum Priester Ahimelech, entsetzte sich Ahimelech, als er David entgegenging und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? Nun, er hatte zwar Gefährten, aber die hatte er verborgen. Und David sprach zu dem Priester Ahimelech, der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich meine Leute an den und den Ort beschieden. Nun, auch das war eine totale Lüge. Der Saul hatte ihm nichts befohlen, irgendwie was heimlich zu tun. Der David floh von Saul. Der hatte Angst um sein Leben. Aber der Priester glaubte David. Und er gab ihm dann das Schwert des Goliath, das er hatte, scheinbar. Und auch er gab ihm dann zu essen und zu trinken. Aber weil der Priester David glaubte, und als Saul davon erfuhr, wurde er sehr erbost, tötete er den Priester und alle anderen Gefolgsleute des Priesters. Nun schauen wir uns Davids Reaktion an, als er dies hörte. In 1. Samuel Kapitel 22 und in Vers 22. David sprach zu Abjatar, das war der Einzige, der entkommen war. Ich wusste es schon an dem Tage, als der Edometer Doeg dort war, dass er es Saul verraten werde. Mit Antworten, dass David dort gekommen war, um dann auch Essen zu erhalten und so weiter. Ich, sagt David, bin schuldig am Leben aller aus deines Vaters Haus. Schauen Sie, David erkannte nun, dass seine Lüge verantwortlich dafür war, dass der Priester und alle, die in seinem Hause lebten, ermordet werden würde von dem König Saul. Sehen wir, wie eine Lüge für ungeahnte, schreckliche
tragische Konsequenzen für andere haben kann, unter gewissen Voraussetzungen und Umständen. Schauen wir uns auch 1. Samuel 21 an, die Verse 11 bis 14. Denn hier wird berichtet, was geschah, als der Saul davon hörte. Es heißt, da sandte der König hin und ließ rufen den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die zu Nob waren, und sie kamen alle zum König. Und der Saul sprach: Höre, du Sohn Ahitubs. Er sprach: Hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr euch verschworen gegen mich, du und der Sohn Isais, also David, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er sich gegen mich empöre und mir nachstelle, wie es jetzt am Tage ist? Nun, der Abimelech, der wusste von dem allen nichts, und er dachte, der David wäre also jetzt ein Gesandter von Saul gewesen. Aber der Saul, der eben natürlich auch sehr zornig war, der hatte dadurch eine große Verschwörung im Auge und geglaubt, dass der Abimelech dazu, oder Ahimelech dazu beigetragen hat, und hat ihn deshalb umgebracht. Also auch hier sehen wir wiederum, wie eine Lüge zu schrecklichen Konsequenzen führen kann. Denn Davids Verhalten kam ja einer Lüge gleich. Der hatte ja insoweit keinen Auftrag von Saul erhalten. Nun, ich möchte hier auch etwas deutlich machen. Es ist keine Lüge, nicht alles zu sagen, was man weiß. Aber was man sagt, muss wahr sein. Und man darf natürlich auch nicht etwas verschweigen, um dadurch einen falschen Eindruck zu erwecken. Wir hatten es ja in der letzten Predigt gesehen, dass Abraham über seine Frau Sarah sagte, sie sei seine Schwester. Nun, das war eine halbe Wahrheit, denn sie war seine Halbschwester. Aber das Ganze war eine Lüge, weil er dadurch natürlich die Zuhörer und die Leute, mit denen er in Kontakt geriet, getäuscht hat. Und das war seine Motivation. Vor vielen Jahren habe ich einmal ein Buch gelesen über den berühmten Apachenhäuptling Cochise. Nun, Sie haben alle vielleicht von Karl May gehört und seinem Apachenhäuptling Winnetou. Nun, das war eine fiktive Darstellung. Aber der Cochise, der hat wirklich gelebt. Und er hat einmal Folgendes treffend formuliert. Er hat gesagt, ein Mann sollte niemals lügen. Und als ihm entgegnet wurde, ja, er sollte es nicht, aber viele tun es, da hat er dann gesagt, das ist wahr, aber sie bräuchten es nicht. Wenn dich oder mich ein Mann etwas fragt, das wir nicht beantworten wollen, dann können wir doch einfach sagen, darüber möchte ich nicht sprechen. Nun, einige sagen, das ist ja lächerlich. Wir wissen ja alle, was die Indianer für Lügner waren. Die haben ja immer nur gelogen. Warum soll man hier auch so etwas irgendein Gewicht geben, was hier dieser Apachenhäuptling Cochise sagt? Nun, das ist auch nicht unbedingt der Wahrheit gemäß verstanden. Es ist vielleicht interessant, einmal sich anzuschauen, was weiße Regierungsbeamte unmittelbar nach den Indianerkriegen von der Ehrlichkeit oder Unehrlichkeit der Indianer hielten. Als Thomas Jeffords, der Blutsbruder von Cochise, und es gibt ja einen berühmten Film mit Jim Stewart und Jeff Chandler über Cochise, wo dies so dargestellt wird, als der nämlich starb, und er hatte ja einen Friedensschluss zwischen den Indianern und den Weißen hervorgebracht, da verfasste der frühere Gouverneur von Arizona folgende Grabinschrift. Und die kann man heute noch lesen, die ist immer noch dort in Arizona. Da heißt es: Er war ganz ohne Furcht und sein Wort hat er nie gebrochen. Er war in dieser Hinsicht ganz wie ein Indianer. Und wenn er sein Wort gab, dann war es Gesetz. Eine schöne Grabinschrift, würde ich denken. Was meinen Sie, würden Menschen bei Ihrem Tod, werden Menschen bei meinem Tod das Gleiche über uns sagen können? Schauen Sie, wenn wir etwas sagen, muss es stimmen. Wir brauchen nicht alles zu sagen, was wir wissen, doch darf unser Schweigen nicht dazu führen, dass wir andere bewusst dadurch irreleiten. Es gibt ein interessantes Beispiel im 1. Buch Samuel, Kapitel 16. In den Versen 1 bis 5, wo gezeigt wird, dass wir nicht alles sagen müssen, was wir wissen, aber dass, was wir sagen, richtig sein muss. In 1. Samuel, Kapitel 16, angefangen in Vers 1. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten.
Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst die Sei zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte dem Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Nun schauen Sie, der Samuel, der kam, um zu opfern. Aber der kam auch, und das war sogar der Hauptgrund, um den Nächsten zum König zu salben. Aber das hat er zunächst einmal nicht gesagt. Also was Samuel tat, war keine Lüge. Denn was er gesagt hatte, stimmte. Er hatte nicht alles zu sagen brauchen. Und sogar Gott hat ihm gesagt, das brauchst du erst einmal gar nicht zu sagen. Sondern sage nur das. Und es war dann keine Lüge. Aber es ist dies eine Klippe, über die man leicht stürzen kann. Wir müssen vorsichtig sein. Denn vielfach irren wir auf der Seite der Lüge und nicht der Wahrheit. Wir müssen uns über unsere Motivation im Klaren sein. Wenn wir wissen, dass ein Zuschauer, ein Zuhörer durch unser Schweigen irregeführt wird, dann kann unter Umständen unser Schweigen einer Lüge gleichkommen. Muss aber nicht. Schauen wir uns eine weitere Stelle im Buch Jeremia an, Kapitel 38. Es bedeutet hier, dass man sehr viel Weisheit an den Tag legen muss und auch Gott um Weisheit bitten muss, um in einer gewissen Situation das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen oder nicht zu sagen und gleichwohl nicht am Verstoß gegen Gottes Gesetz schuldig zu sein. In Jeremia Kapitel 38 lesen wir über Jeremia, der war im Gefängnis, aber der König Zedekia, das war ein schwacher König, aber der wollte irgendwie den Jeremia retten, aber war zu schwach gegenüber seinen Genossen, für Jeremia einzutreten. Und so kam er zu ihm und hat ihn dann heimlich besucht. Und in Jeremia Kapitel 38 lesen wir angefangen in Vers 24. Und Zedekia sprach zu Jeremia, siehe zu, dass niemand diese Worte erfahre, so wirst du nicht sterben. Also die hatten irgendetwas besprochen. Und der Zedekia, der wollte jetzt nicht, dass Jeremia darüber dann zu anderen sprach. Vers 25. Und wenn's die Oberen erfahren sollten, dass ich mit dir geredet habe und zu dir kommen und sprechen, sag an, was hast du mit dem König geredet? Verbirg es uns nicht, so wollen wir dich nicht töten. Was hat der König mit dir geredet? Dann so sprich. Ich habe den König gebeten, dass er mich nicht wieder in Jonathans Haus führen lasse. Ich müsste sonst dort sterben. Und genau das ist das, was der Jeremia dann auch den Obersten gesagt hat, als sie kamen. Nun, das wurde besprochen. Es war insoweit keine Lüge. Es wurde mehr besprochen. Aber das, was mehr besprochen wurde, musste Jeremia den Oberen nicht mitteilen. Von daher war, was er sagte, richtig. Aber er sagte nicht alles das, was er wusste. Nun, im Großen und Ganzen bleibt aber festzuhalten, dass die Menschheit den Weg der Lüge geht. Die Geschichte Israels, die Geschichte Judas im Alten Testament ist wahrlich keine schöne Geschichte. Aber diese Nationen dienen heute uns als ein Beispiel für alle Nationen, für die gesamte Menschheit. Sie zeigen nämlich, was der Mensch ist, der von Gott abgeschnitten ist. Sie zeigen uns, wie der Mensch, Satans Einflüsterungen folgend, den Weg der Lüge geht. Schauen Sie, Jesaja, der berühmte Prophet Jesaja, der verstand, dass er ein Produkt seiner Gesellschaft war. Der verstand, dass er in einer Gesellschaft aufgewachsen war, die bereit war und bereit ist zu lügen. Und als Gott ihn berief, da musste zunächst einmal etwas geschehen, damit sich Jesaja von seiner Gesellschaft absondern, von seiner Gesellschaft unterscheiden konnte. Schauen wir uns dies an im Buch Jesaja, Kapitel 6, die Verse 5 bis 7. Jesaja, Kapitel 6 und die Verse 5 bis 7. Hier ist es also Gott, der ihn beruft, und da sprach ich in Vers 5, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich vergehe, sagte, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und da flog einer der Seraphim, ein
Engelwesen. Nun, gleich hier gesagt, die Bibel beschreibt Engelwesen keineswegs als kleine, nackte Babys mit Flügeln. Das ist eine groteske Verunglimpfung eigentlich der Engel. Das sind sehr machtvolle Wesen, wie sie auch im Buch der Offenbarung als machtvolle Wesen beschrieben werden. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Ein symbolisches Zeichen andeutend, dass die Reue, die Jesaja hier zum Ausdruck bringt, darüber, dass er ein Mann unreiner Lippen war, dann vergeben würde, oder die Reue wurde dann akzeptiert und die Sünde wurde vergeben. Aber Jesaja hatte auch erkannt, dass er, weil er eben in einer Gesellschaft wohnte von Menschen, die unreiner Lippen waren, er selbst auch beeinflusst werden konnte, eben auch Lüge zu verbreiten. Israel und Juda werden in der Bibel sehr drastisch beschrieben. Kurz ein paar Beispiele hierzu. Im Buch Jesaja Kapitel 30. Und wie gesagt, alles dies sind Beispiele für uns heute. Heute sieht die Sache in der Welt nicht anders aus als damals auch. Die Menschen heute sind nicht besser geworden, die sind nicht mehr mit dem Weg Gottes vertraut, wie sie es damals waren, vielleicht sogar noch weitaus weniger. Jesaja Kapitel 30, angefangen in Vers 9, da lesen wir: Sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen die Weisung des Herrn, sondern sagen zu den Sehern: Ihr sollt nicht sehen. Und zu den Schauern: Ihr sollt, was wahr ist, das sollt ihr uns nicht schauen. Redet zu uns, was angenehm ist, schaut, was das Herz begehrt. Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn, lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Heute bekommen wir manchmal Kommentare zugesandt zu unseren Sendungen. Und da heißt es uns: Lasst uns doch in Ruhe mit der Bibel, mit Gott. Heute ist es nicht anders wie damals auch. Aber Gott ist darüber keineswegs erfreut. In Jesaja Kapitel 59 lesen wir angefangen in Vers 9. Jesaja Kapitel 59 und angefangen in Vers 9. Darum ist das Recht ferne von uns, und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Oder und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns, Vers 9. Wir harren auf Licht, siehe, so ist es finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung, wir sind im Düsteren wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben, denn wir harren auf Recht, so ist es nicht da, auf Heil, so ist es fern von uns. Warum? Warum haben die Menschen heute keinerlei Kontakt mit Gott, im Großen und Ganzen, mit dem wahren Gott der Bibel? Vers 12. Denn wir sind zu oft von dir abgefallen. Und unsere Sünden zeugen gegen uns. Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und wir kennen unsere Sünden. Abtrünnig sein und den Herrn verleugnen und abfallen von unserem Gott. Frevel reden und ungehorsam, Lügenworte ausbrüten und bedenkenlos daherreden. Wie Politiker bedenkenlos uns Wahlversprechen geben, die sie keinerlei Absicht haben zu erfüllen. Das Recht ist zurückgewichen, Vers 14, und die Gerechtigkeit hat sich entfernt. Denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang, Vers 15. Und die Wahrheit ist dahin, und wer vom Bösen weicht, der muss sich ausplündern lassen. Und da gibt es noch viele Stellen, die ich hier anführen könnte. Vielleicht eine Stelle im Buch Jeremia, Kapitel 7, die sich auf das alte Juda bezieht. Wir müssen natürlich verstehen, dass das Haus Israel und das Haus Juda zwei verschiedene Nationen waren. Die sind nicht identisch. Und das Haus Israel wurde zunächst in die Sklaverei geführt durch die Assyrer. Und dann erst viel später wurde das Haus Juda in die Sklaverei geführt durch die Babylonier, durch König Nebukadnezar. Und Juda, das Haus Juda, kehrte zurück nach Palästina. Das Haus Israel kehrte niemals zurück in dieses Land. Aber die Israeliten, die Nachfahren des Hauses Israel, die leben heute auch noch, aber das sind keine Juden. Man muss natürlich wissen, wo die heute leben, denn viele Prophezeiungen beziehen sich auf das Neutestamentliche oder vielmehr das Haus Israel zur Zeit, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Da wird viel darüber gesagt. Aber hier wird hier über das Haus Juda gesprochen, in Jeremia Kapitel 7. Lesen wir Vers 8. Jeremia Kapitel 7 und Vers 8.
Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige, opfert dem Baal, dem Sonnengott, und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut weiter solche Gräuel. Vers 28, da heißt es, darum spricht zu ihnen, dies ist das Volk, das auf die Stimme des Herrn seines Gottes nicht hören, noch sich bessern will. Die Wahrheit ist dahin und ausgerottet aus ihrem Munde. Und heute beten wir auch, sogar in der christlichen Welt, den Baal an, den Sonnengott. Wir halten Sonntag heilig, ein Tag, der dem Sonnengott geweiht war. Wir halten Weihnachten und Ostern, Tage, die den Sonnengöttern geweiht war. Und dann sagt Gott, und dann kommt ihr zu mir und meint, ihr könnt von mir Erhörung finden für eure Probleme. Jeremia Kapitel 23, lesen wir kurz nach Vers 14. Und wie gesagt, viele Stellen bescheinigen, dass das Haus Israel und das Haus Juda im Alten Testament, sowohl als auch in der Zukunft, kein Volk ist und keine Völker sind, die den Weg der Wahrheit gehen. Deswegen sagt Gott uns ja auch, kommt heraus aus ihnen, seid anders. Denn ich werde mit diesen Völkern, die meinen Weg nicht gehen, schon noch umgehen. Aber ihr sollt herauskommen aus diesem modernen Babylon der Verwirrung, sodass ihr nicht teilhabt an deren Sünden und sodass ihr nicht teilhaben müsst an deren Plagen. Herauskommen im geistlichen Sinne natürlich, in einem geistlichen Sinne. Wir sollen also nicht teilhaben an dem, was geschieht. Jeremia Kapitel 23 und Vers 14, da heißt es, bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich Gräuel, wie sie Ehe brechen, mit Lügen umgehen und die Boshaften stärken, auf dass sich ja niemand bekehre von seiner Bosheit. Sie sind alle vor mir gleich wie Sodom und die Bürger Jerusalems wie Gomorra. Und wir wissen ja, was Gott mit Sodom und Gomorra tat. Und es sollte uns dann nicht überraschen, dass die Menschheit zur Zeit Christi keineswegs bereit war, die Wahrheit anzunehmen, nicht mehr zu lügen. Schauen Sie, der Mensch ist willens zu lügen und er hat dies immer und immer wieder unter Beweis gestellt. Jeder von uns, der in dieser gegenwärtigen Gesellschaft groß geworden ist, jeder von uns wurde von der Gesellschaft beeinflusst. Jeder von uns ist fähig zur Lüge. Wir müssen uns dies klar und deutlich vor Augen halten und bewusst sein, dass wir uns hüten müssen davor. Jemand, der als einer der größten Nachfolger oder Jünger Jesu Christi zu Recht angesehen wird, war auch nicht immun gegen die Lüge. Ich spreche aber niemand anderem als natürlich dem Apostel Petrus. Schauen wir uns dies an im Johannesevangelium Kapitel 18. Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hier hinaus will, aber es ist dies ein sehr wichtiges Beispiel, das uns zeigt, wie einfach es ist, wenn man Angst hat und Furcht vor anderen, zur Lüge Zuflucht zu nehmen. Johannes Kapitel 18, Vers 17. Man hatte Jesus verhaftet. Petrus war nachgefolgt. Er stand jetzt in dem Vorgarten, aber jetzt heißt es in Vers 17, und da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er aber sprach, ich bin es nicht. Nun, das war das erste Mal, Vers 25. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Und da sprachen sie zu ihm, bist du nicht einer seiner Jünger? Und er leugnete und sprach, ich bin es nicht. Spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn. In einer Parallelstelle heißt es sogar, dass er sogar fluchte und den Namen Jesu verleugnete. Nun, Jesus hatte ihm das vorausgesagt. Er hatte gesagt, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der Petrus hat nie geglaubt, dass das möglich war. Der hat gesagt, ich geh mit dir überall hin, ich sterbe für dich. Er kannte sich noch nicht genug. Er wusste noch nicht, wie in einer Situation wie dieser er handeln würde. Aber Jesus Christus, der die Herzen der Menschen kannte und kennt, der wusste, was Petrus tun würde.
Wenn wir nicht Gott nahe genug sind, dann kann es leicht sein, zu lügen, wie auch sonst, zu sündigen. Der einzige Mensch, der nie gelogen hat, der keiner Lüge fähig war, in dem Sinne, dass er nicht lügen wollte und weil er die Kraft des Heiligen Geistes hatte, diese Versuchung abzulegen und zu überwinden, in dem Sinne war er nicht fähig. Er war schon als Mensch fähig zu lügen, er war fähig zu sündigen, aber er hatte die Kraft Gottes und er hatte den absoluten Willen, es nicht zu tun. Dieser Mensch war natürlich Jesus Christus. Und so lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 18 und Vers 37, als er vor den Pilatus gesandt wurde, um sich zu rechtfertigen. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Denn er hatte in Vers 36 gesagt, Jesus hatte gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Nun, er bezog sich hier auf Engel. Er hatte damals dem Petrus gesagt, stecke dein Schwert weg. Ich könnte den Vater bitten, er könnte mir Legionen von Engeln senden. Das waren die Diener, die für ihn kämpfen würden, damit er nicht den Juden oder den Römern verantwortet werden würde. Aber er sagte, die Schriften müssen ja erfüllt werden. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber mit anderen Worten, nicht von dieser jetzigen Generation. Jesus kam damals noch nicht, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Das würde er allerdings tun, wenn er zurückkommt. Und der Pilatus hat das erkannt. Und er sagt ihr in Vers 37, so bist du dennoch ein König. Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Er war dazu prädestiniert, über diese Welt zu herrschen. Er würde dies tun als König aller Könige und als Herr aller Herren, wie es in der Offenbarung geschrieben steht, wenn er zurückkommt auf diese Erde, um sein Reich, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Er sagt, ich bin ein König, du sagst es. Ich bin dazu geboren, Vers 37, und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und Teil der Wahrheit war eben, dass er ein König war, dass er wiederkommen würde, um das Reich auf Erden zu errichten. Und dann sagt er, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Mit anderen Worten, er wird erkennen, dass das, was ich sage, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, der Wahrheit entspricht. Wenn Gott mit einem arbeitet, wenn Gott einem den Sinn öffnet, wenn Gott einen erkennen lässt, was die Wahrheit ist, Christus sagt, der hört dann meine Stimme. Die meisten Menschen heute hören die Stimme Gottes nicht. Und es geht nicht darum, wie viel und wie oft man in eine Kirche läuft und sich Predigten anschaut. Die meisten Menschen heute verstehen die Wahrheit Gottes nicht. Gott muss einen dazu berufen, die Wahrheit zu verstehen. Und wenn einer dann aber dazu berufen ist, der hört die Stimme Gottes und seiner Diener. Christus sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Aber schauen wir uns nun die Reaktion des Pilatus an. Die Reaktion, die typisch ist für die heutige Menschheit. Denn wenn einer so etwas sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, dann kommt die Antwort in Vers 38. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was Wahrheit ist. Der natürliche Mensch versteht nicht die Wahrheit Gottes. Er kennt die Wahrheit nicht. Er weiß nicht, was Wahrheit ist. Er weiß nicht, was Lüge ist. Er weiß noch nicht einmal, dass wir die Lüge ablegen sollen. Dass wir die Wahrheit umarmen müssen sozusagen. Dass wir den Weg der Wahrheit gehen müssen. Die Bibel hat noch viel mehr über die Lüge zu sagen. Und ich werde dies in einer weiteren Predigt dann noch näher behandeln. Für heute möchte ich Sie mit folgendem Gedanken entlassen. Wissen wir, was Wahrheit ist? Und sind wir bereit, ohne auf die Konsequenzen Acht zu haben, immer und für alle Zeit für die Wahrheit einzutreten? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.